Hallo und willkommen bei Matze baut was, dem Kanal für Modellbau und Elektronik mit der freundlichen Stimme aus dem Off. Heute geht es darum, dass man aus einer Elektronik, die eigentlich dafür gedacht ist, Quadrocopter zu steuern, eine Elektronik macht, mit der man ein U-Boot kontrollieren kann. Und hier haben wir so ein Elektronikmodul, das man bei verschiedenen Internetanbietern käuflich erwerben kann. Ab Werk hat es 5 Fernsteuereingänge, 8 Servoausgänge, einen Beschleunigungssensor für die X-, Y- und Z-Achse, einen Sensor, der Drehungen X-, Y- und Z-Achse registrieren kann, einen Eingang zur Spannungsmessung, einen Summer, einen Anschluss für eine Bedieneinheit mit Display und Tasten und ein Interface, mit dem man den internen Mikrocontroller neu programmieren kann. Die Bedieneinheit wird über ein Flachbandkabel an dem Elektronikmodul angeschlossen. Für die Inbetriebnahme muss das Modul natürlich mit Spannung versorgt werden. Das kann zum Beispiel über einen Fahrtregler erfolgen, den man an einen der Eingänge anschließt. Es ist unbedingt zu beachten, dass nur die Eingangskanäle und der erste Servoausgangskanal das Modul mit Spannung versorgen. Die restlichen 7 Servoausgangskanäle haben eine separate Spannungsversorgung. Über die Menüsteuerung erreicht man eine Anzeige, wo man sich die Ausgabewerte von dem Beschleunigungs- und Drehrichtungssensor ausgeben lassen kann. Und hier kann man sehen, wie die Werte sich ändern, wenn ich das Modul bewege. Aktuell hat das Modul ja 5 Servoeingänge. Das finde ich unpraktisch, weil ich vom Empfänger zu dem Modul jetzt 5 Leitungen legen müsste, um alle Kanäle übertragen zu können. Deshalb werde ich das Modul jetzt so umbauen, dass es in der Lage ist, ein Summensignal aller Kanäle auswerten zu können, also das sogenannte PPM-Signal. Dazu muss ich das Gehäuse öffnen. Unter dem Label hier befindet sich eine Schraube, die man ertasten kann. Die lege ich mit dem Skalpell frei. So kann ich die Schraube entfernen und das Gehäuse öffnen. Hier entnehme ich die Leiterplatte aus dem Gehäuse. Und wenn ich jetzt noch den Summer abziehe, ist alles schön zugänglich. Der Mikrocontroller kann an speziellen Eingangspin besondere Funktionen zur Verfügung stellen. Die Funktion, die man benötigt, um ein PPM-Signal auswerten zu können, befindet sich an Pin 15. Dieser Pin wird aktuell dazu verwendet, um das Display zu resetten. Da das eine Funktion ist, die ich mit einem beliebigen anderen Pin realisieren kann, tausche ich den Pin einfach. Pin 12 geht an den AL-Eingang der Leiterplatte. Das ist also ein idealer Kandidat. Um Pin 12 mit Pin 15 zu vertauschen, trenne ich die Verbindungen zu den beiden Pins erstmal auf. Das geht am besten mit dem Dremel und einem spitz zulaufenden Fräser. Praktischerweise befinden sich Lötaugen mit Durchkontaktierung an den durchgetrennten Leiterbahnen. Da stecke ich ein Stück Fädeldraht hinein. Fädeldraht ist für solche Sachen extra gedacht. Das ist Kupferdraht, der mit Lack isoliert ist. Das Ende habe ich vorher vom Lack befreit und kann es jetzt gut verlöten. So, der Draht wird jetzt winklig gebogen. Moment. Hier fällt mir dann auf, dass ich den Winkel an der falschen Stelle platziert habe. Naja, nicht so schlimm. Und hier kommt noch ein zweiter Winkel an den Draht, damit ich genau bei Pin 15 lande.
auf die richtige Länge trimmen. Wichtig ist, dass der Draht exakt ausgerichtet wird. Und jetzt kann ich ihn mit Pin 15 verlöten. Damit ist die Verbindung zwischen dem El-Eingang und dem richtigen Mikrocontroller Pin 15 schon mal hergestellt. Auf ähnliche Art und Weise verbinde ich den Reset-Anschluss des Displays mit Pin 12 des Mikrocontrollers. Nutze hier wieder die Durchkontaktierung als Startpunkt, um mir das Leben leicht zu machen. Winkle den Draht ab, diesmal gleich an der richtigen Stelle. Ich bin ja lernfähig. Länge trimmen. Ausrichten. Und mit Pin 12 verlöten. Und hier das Endergebnis meiner Bemühungen. Ich hoffe, die Operation am offenen Herzen ist geglückt. Um das herauszufinden, muss ich eine neue Firmware auf das Modul flashen. Dazu schließe ich mein Programmiergerät an und versorge das Modul mit Strom. Ich öffne meine Programmierumgebung Atmel Studio 6.2 und stelle die Übertragungsgeschwindigkeit richtig ein. Dass die Verbindung mit dem Board aufgebaut wird, kann ich am schnellsten sehen, indem ich einfach die Device-ID auslese. Zunächst schaue ich mir dann an, ob die Fuses in dem Atmel-Controller richtig gesetzt sind. Hier stellt man verschiedene Betriebsparameter ein. Zum Beispiel, ob man einen Bootloader hat oder bei welcher Spannung ein Reset erfolgen soll. Hier ist schon alles richtig eingestellt. Daher kann ich jetzt das richtige Programmierfile auswählen. Und den Programmiervorgang starten. Sicherheitshalber habe ich das Verifizieren nach dem Programmiervorgang aktiviert. Nachdem der Programmiervorgang beendet ist, fängt die rote LED auf dem Board an zu blinken. Das sagt mir, dass die neue Firmware geflasht ist und läuft. Meine Hardware-Modifikationen prüfe ich, indem ich das Bedienmodul und einen Empfänger mit PPM-Ausgang anschließe. Sobald ich das Modul mit Strom versorge, wird auf dem Display die Einschaltmeldung angezeigt. Das heißt, das Display funktioniert schon mal. Ich sehe hier jedoch, dass ich eine Empfangsqualität von 0% habe. Ich benutze hier einen TPS Crossfire Nano Empfänger, den ich in einem selbstgebauten Gehäuse verpackt habe. Den habe ich so parametriert, dass er ein PPM 12 Signal liefert. Das muss ich in der Firmware noch richtig einstellen. Und schon wird mir eine Empfangsqualität von 100% angezeigt. Super! Da alles wie gewünscht funktioniert, kann ich alle Teile wieder zusammenbauen. Zunächst wird der Summer wieder eingesteckt.
und in der entsprechenden Halterung im Gehäuse platziert. Dann kommt die Leiterplatte wieder an ihren Platz. Und der Gehäusedeckel wird aufgeschraubt. Zum Schluss teste ich noch ein paar Grundfunktionen. Der Sender ist noch aus, der Empfänger zeigt Rotlicht an. Sobald ich den Sender einschalte, wechselt die Anzeige am Empfänger auf grün und im Modul wird RX gleich 100% angezeigt. Jetzt wähle ich das Menü Show Receiver Data aus. Hier werden alle Empfangsparameter dargestellt. Die Empfangsqualität ist hier 100%. NCH zeigt an, wie viele Kanäle empfangen werden. Hier sind das 12. Und ER zeigt Fehlercodes an. Hier ist das 0, das heißt keine Fehler. Als nächstes wähle ich das Menü Show Sensor Data. Hier werden Werte dargestellt, die das Bewegen und Drehen des Moduls anzeigen. Und zum Schluss noch Show Channel Values. Das sind die Kanaldaten, die vom Sender kommen. Hier bewege ich den Geber für Kanal 4, dann Kanal 3, Kanal 2 und Kanal 1. Man kann sehen, wie sich die entsprechenden Werte verändern. Damit ist der Umbau hier abgeschlossen und ich möchte mich wie immer verabschieden. Tschüss!